Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 96, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen 63/78 aus 19. Es gibt keine Anträge. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen und Kollegin Öztürk. Damit ist die Beschlussempfehlung so angenommen. Ich komme zu den Beschlussempfehlungen. Besteht Einverständnis, dass wir auf die Berichterstattung verzichten und ich nur die Tagesordnungspunkte aufrufe? Gut, Beschlussempfehlung zu Tagesordnungspunkt 88. Kollege Rudolph. Getrennt abzustimmen über die beiden Spiegelstriche. Ziffern 1 und 2. Es sind nur zwei. Ja, ich kann es auch nicht ändern, wenn der Ausschuss so. So, ich finde es. Gut, dann müssen wir doch die Drucksache aufrufen. Das ist die Drucksache 6385 zu 6294. Wer dem ersten Spiegelstrich zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, SPD. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der LINKEN. Wer enthält sich? Das ist die Kollegin Öztürk. Wer stimmt der zweiten Ziffer, dem zweiten Spiegelstrich, zu? Das sind die Fraktionen von CDU, FDP und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von SPD, LINKE und Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung so angenommen. Tagesordnungspunkt 89. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen FDP, SPD, LINKE und Kollegin Öztürk. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 90. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die Fraktionen von SPD, LINKE und Kollegin Öztürk. Enthaltungen? Die Fraktion der FDP. Dann ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 91. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, LINKE und Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. Dann ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 92. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? FDP, SPD, LINKE und Kollegin Öztürk. Dann ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 94. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? FDP, SPD, LINKE und Kollegin Öztürk. Dann ist auch diese Beschlussempfehlung angenommen. Und Tagesordnungspunkt 95. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das sind die Fraktionen von CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der LINKE und Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion der SPD. Dann ist auch dieser Tagesordnungspunkt angenommen. Zum Schluss kann ich noch sagen, unsere Gedanken begleiten unsere Fußballmannschaft, die wahrscheinlich noch nicht ganz in Einhausen eingetroffen ist, um gegen die Bürgermeister und Mandatsträger des Kreises zu spielen. Unsere guten Wünsche begleiten Sie. Morgen früh erfahren wir mehr. Ich schließe die Sitzung.